Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, der Perlu Day ist vorbei. Begrenzte Forschung mit Perlu hat stattgefunden am Samstag, also gestern. Und einige haben sich natürlich mega gefreut über das Event. Das war ja total spontan, dass das Teil sogar als Shiny rauskam. Haben sich viele natürlich gefreut, sind da von Stop zu Stop gerannt, haben die ganzen Aufgaben abgegrast, abgesahnt. Aber es gab natürlich auch viele Probleme. Manche haben das gar nicht mitbekommen, andere haben das mitbekommen. Die hat es auch selber betroffen. Ich hatte auch Probleme. Ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Pünktlich um 11 bin ich dann raus von Arbeit. Hab gedacht, okay, du machst extra pünktlich Schluss. Du kommst dann dahin, du loggst dich dann ein, dann legst du los. Da ging es auch gut ab. Ich glaube, das erste oder zweite, was aus dem Stop dann kam bei der Aufgabe, war sogar auch direkt ein Shiny. Da habe ich mich ja schon gewundert, in der Gruppe habe ich schon gelesen, okay, es ist auch als Shiny verfügbar. Dann hat es nicht lange gedauert, bis man also einen Shiny bekommen hat von Perlu. Dann noch ein normales hinterher. Und dann so ein paar Minuten weitergespielt und ungefähr 10 Minuten oder Viertelstunde später gab es so mächtige Probleme einfach nur, dass im Spiel es bei jedem Wurf, bei jeder Beere, sonst was immer angezeigt hat, Item konnte nicht eingesetzt werden, Netzwerkfehler, irgendwas anderes, es ließ sich kein Stop drehen, immer wenn man eine Aufgabe abholen wollte, hat sich die ganze App aufgehangen. Jetzt habe ich in die Kamera gespuckt, Bruder, so. Und das war recht nervig. Ich habe auch gesehen, in manchen Gruppen, auf Facebook, WhatsApp, überall haben die Leute sich beschwert, haben rumgefragt, hey, ich komme nicht ins Spiel, geht es nur mir so, geht es auch anderen so? Und dann haben sich die Meldungen gehäuft. Natürlich, dass die Leute nicht ins Spiel gekommen sind, die sind immer am Startbildschirm hängen geblieben. Der hat sich immer so bis zur Hälfte geladen und dann ging einfach nichts mehr. Viele meinten so, ja, vielleicht ist wieder eine Bannwelle rumgegangen und Accounts wurden wieder gebannt oder rausgenommen. Aber da gab es eine riesen Diskussion. Normal kriegt man ja eine Benachrichtigung, dieses Red Warning, wo dann drin steht eben, dass man gegen die Richtlinien verstößt und der Account so und so viele Tage gesperrt ist. Oder man bekommt eine Meldung direkt, dass der Account nicht existiert. Prüfe, ob dieses Konto tatsächlich existiert oder so ähnlich. Und da war aber einfach nur diese Meldung, die vermehrt aufkam bei so vielen Leuten. Fehler beim Laden der Spieldaten vom Server. Also Spieldaten konnten nicht vom Server geladen werden, wo man deutlich gemerkt hat, dass es doch ein Problem ist mit der App. Viele haben dann gesagt, melde dich doch mal um, nimm doch mal einen anderen Account. Vielleicht liegt es ja am Account, vielleicht kannst du dich ja auf einem anderen Account anmelden und da nochmal spielen. Aber das Problem war einfach, man kam ja nicht mal in die App rein, um sich umzumelden. Bei vielen habe ich dann nachgefragt, viele haben das Problem auch gehabt. Hier habe ich nachgefragt, da kam so gut wie gar keine Rückmeldung, deswegen weiß ich dann nicht weiter Bescheid. Auf jeden Fall sehr mysteriös, einer hat auch ein Bild gepostet über irgendeine Störungsseite von Pokémon, wo man gesehen hat, dass gerade im Bereich Europa, aber auch Amerika alles gelb war, was heftige Störungen darstellen soll. Später hat sich Niantic dann auch zu Wort gemeldet, hat dann also auch bekannt gegeben, dass es Probleme wohl gegeben hat, gerade während des Perlu-Events, auch danach noch etwas, Spieler wirklich, die 3 Stunden lang gar nicht in ihren Account reinkamen, keine Aufgabe abholen konnten, beziehungsweise erst nochmal spielen konnten und dann mittendrin bei den Aufgaben abholen immer dieser Fehler aufgetreten ist, einfach gar nichts mehr ging, es dann gar nicht mehr geladen hat, die Server so überlastet waren, angeblich, und diese Leute sollten sich dann also melden per Privatnachricht oder den Support, also anschreiben, den Niantic Support anschreiben, da eine kurze Rückmeldung geben und so weiter. Es ist auch ein Bild kursiert im Internet, wo eine Meldung war, keiner wusste, woher sie kommt, aber wo eine Meldung rumging natürlich, dass das Event nochmal wiederholt wird. Das ist ja nichts Neues, das gab es ja damals schon bei dem einen Community Day in Japan. Da gab es ja auch so erhebliche Serverprobleme, dass die Leute da den Community Day überhaupt nicht spielen konnten, kamen nicht ins Spiel rein. Und deswegen haben die den Community Day einfach nochmal wiederholt und dann eben über 2 Tage lang komplett gestreckt als Entschädigung. Und das muss man sich vorstellen, das ist eine Sache von 3 Stunden und die wurde dann also 48 Stunden ausgedehnt in Japan als Entschädigung. Das ist natürlich cool. Jetzt wäre es ja cool, wenn das hier auch nochmal so passieren würde. Wäre eine Überlegung wert, könnte man so machen. Die Leute, die normal gespielt haben die ganze Zeit,
können das natürlich ja dann auch nochmal mitmachen, was ja dann auch ein bisschen, naja gut, unfair ist, will ich nicht sagen, aber die könnten dann doppelt abkassieren in dem Sinne. Und die anderen würden sich freuen, wenn sie überhaupt erstmal ins Spiel reingekommen wären oder was hätten machen können. Und diese News waren jetzt aber nicht offiziell. Kann sein, dass das wieder nur irgendjemand geschrieben hat. Denn die offizielle Seite von Niantic hat lediglich dann nur gesagt, dass betroffene Spieler sich bitte melden sollen und dass das bekannt ist, dass viele da Probleme hatten und sie haben sich dafür auch entschuldigt. Öffentlich natürlich nochmal, dass das so war. Sie wussten selber nicht, woher das kommt, dass es aber eben viele betroffen hat. Und ja, das war's also mit dem Perlu Day. In dem Sinne, das ist also heute die schlechte Folge. Denn morgen werde ich noch eine Folge dazu machen. Die gute Folge, wenn ihr seht, wenn es gut läuft, wenn alles passt. Wie war der Perlu Day, wenn man einfach nur die guten Seiten beleuchtet und wenn alles gestimmt hat. Heute aber nur eine kleine Folge. Wie es sein konnte, wenn ihr nicht in euren Account kommt, was die Probleme beim Perlu Day waren, weil wenn ich das alles in ein Video packe, das wird einfach viel zu lang. Morgen also ein kleines Video dazu, nochmal Ausbeute vom Perlu Day, neue Shinies, 100er, was auch immer, alles dabei, bisschen Gameplay und jetzt aber nur dieses Video. Und die Frage natürlich an euch, hattet ihr Probleme beim Perlu-Event, beim Perlu-Tag, bei der begrenzten Forschung? Konntet ihr spielen ohne Probleme oder kamt ihr auch nicht in euren Account rein? Oder konntet ihr erst spielen und seid dann rausgeflogen? Von vielen habe ich gehört, die haben auch diese Störungen gehabt, sind aber einfach in der App geblieben. Und Leute, die diese Störungen hatten und dann einfach neu starten wollten, kamen ab dem Moment nicht mehr rein. Hätte sich also gelohnt, einfach nicht neu zu starten und einfach zu warten. Denn dann der Neueinstieg war dann sozusagen blockiert. Da haben auch Leute aus Spaß so geschrieben, hey, geht mal bitte ein paar Leute aus der App raus, damit ich jetzt reinkomme und so. War irgendwie auch schon wieder lustig oder so. Obwohl lustig ist das alles natürlich nicht. Aber Perlu-Event ist vorbei. Bei vielen kam das natürlich positiv an. War wieder eine ganz andere Erfahrung als zum Barschwa-Tag. Denn der hat ja wirklich nur negative Kritik abbekommen. Perlu Day eigentlich richtig heftig, wenn er funktioniert hat, aber dazu kommen wir dann morgen in dem Video. Heute beschäftigen uns wir also erstmal mit den Schattenseiten. Wie gesagt, wenn ihr Probleme hattet, schreibt's mal rein. Viele haben gesagt, das betrifft nur iPhone-Spieler. Andere haben wieder gesagt, nee, das ist nur bei Android. Aber es gab natürlich bei Android und bei iPhone Probleme. Manche haben dann gesagt, das ist nur, wenn man einen Trainerclub hat. Andere haben gesagt, das ist nur, wenn du Google-Account hast. Aber es war bei Google und bei Trainerclub kam das vor. Also man weiß nicht, woran es lag. Man weiß nicht, ob dann nochmal näher was dazu beleuchtet wird. Kurz meine Sachen habe ich euch hier gezeigt am Anfang und wie gesagt, schreibt ihr mal rein, ob ihr Probleme hattet oder ob es bei euch gelaufen ist und dann sehen wir morgen nämlich, wenn es richtig läuft, wie krass der Tag in Wahrheit wirklich abging. Bis dahin aber erstmal Peace out, Vorhaut, euer Ramses.